Der Königslöwe. Vor vielen tausend Jahren gab es einmal einen königlichen Löwen. Der schlich sich zur Nachtzeit in den Palast, um sich die Tochter des Königs zu holen. Die Prinzessin aber war schon verheiratet und hatte einen Sohn und eine kleine Tochter. Als der Königslöwe das sah, nahm er kurzerhand die beiden Kinder ebenfalls mit. Mitten im Walde setzte er Mutter und Kinder ab, denn hier sollten sie wohnen. Er suchte ihnen Nahrung und sorgte für sie gut. Die beiden Kinder liebte er so, als wäre es seine eigenen Löwenjungen. Viele Jahre pflegte der Löwe die drei Menschen im Walde, und unmerklich waren die Knaben und das Mädchen zu Jüngling und Jungfrau geworden. Als der Prinz nun erwachsen war, dachte er nach über das Leben im Walde. Seine Mutter und seine Schwester lebten mit ihm bei einem Löwen. Das vertrug sich nicht mit ihrer Bestimmung als Menschen. Eines Tages fragte er: »Mutter, wo ist mein Vater? Warum müssen wir hier bei dem Löwen leben?« Die Mutter antwortete: »Dein Vater ist der König, der den Staatsschatz in der Hauptstadt verwaltet, dort in der Ferne. Wir müssen bei den Königslöwen hier wohnen, weil er uns aus dem Palast hierher geholt hat. Aber er tut nichts Böses und hat uns in Güte umsorgt und ernährt, all die Jahre, bis du erwachsen wurdest. Schon oft habe ich gedacht, ich sollte euch Kinder in das Menschenland zurückführen. Aber wie hätte ich das anstellen sollen mit euch Kleinen? Denn wenn ich euch hätte vortragen wollen, wäre es dem Löwen ein leichtes gewesen, uns einzuholen. Dann hätte er seinen Zorn an uns gekühlt. Das hätte uns das Leben gekosten können.« Der Sohn vernahm, was die Mutter ihm sagte. Doch beruhigte das sein Herz nicht. Er rief: »Dennoch sollten wir fliehen und in unser Vaterland zurückkehren. Ich werde euch Frauen führen, denn von meinen Streifzügen durch den Wald weiß ich wohl, wie man die Wege der Menschen findet.« Alle drei waren sie nun einig, dass sie fliehen sollten, um in ihr Land heimzukehren. Als der Königslöwe einmal nicht zu Hause, sondern auf Beute ausgezogen war, den Fährten des Wildens folgend, machten sie sich auf den Weg. Der Löwe kam jedoch früher als gewöhnlich wieder nach Hause. Da sah er die Königstochter nicht mehr und auch nicht ihre beiden Kinder. Sein Herz füllte sich mit Kummer, denn er liebte die drei Menschen sehr. Traurig und zornig zugleich war er, als er sich an die Spuren der Flüchtenden heftete, um sie zurückzuholen. Unterwegs traf er mehrmals auf Menschen, die biss er tot und fraß sie auf. Niemand war ihm gewachsen, denn er war kein gewöhnlicher Löwe, sondern ein fürstlicher Löwenkönig, voll geheimer Macht. Zudem war sein Körper ringsum unverwundbar. Wenn jemand ihn mit dem Schwert schlug, so prallte die Klinge ab. Wenn man ihn mit dem Pfeil beschoss und traf, vielleicht sogar verletzte, so wendete er sich und schlug zurück. Schon sein Gebrüll allein warf seine Gegner entseelt zu Boden. So groß war seine Gewalt. Die Königstochter mit ihren beiden Kindern hatte die Stadt glücklich erreicht. Der Vater der Königstochter war gerade gestorben und so saß ihr Gatte an des alten Königs statt auf dem Thron und hielt den Königsschatz. Als er seine Gattin und die Kinder sah, erfüllte höchste Freude sein Herz. Doch die Freude war kurz, denn schon stand der Königslöwe vor dem Tor. Er war ihnen auf die Füße gefolgt und hatte sich bisher den Weg freigeschlagen. Als der König die Nachricht empfang, ließ er verkünden, es möge sich jemand melden, der sich getraue, dem Eindringling zu unterwerfen. Da trat der Prinz vor seinen Vater und bat um die Erlaubnis, sein Glück zu versuchen. Der Vater gewährte die Bitte. Der Prinz ergriff Pfeil und Bogen und zog vor die Stadt, den Löwen zu töten. Aber die Götter wollten nicht zulassen, dass der Prinz ein Wesen von so großer Herzensgüte tötete. Daher gaben sie dem Löwen ein, von seinem Zorn abzulassen. Als der Königslöwe den Prinzen kommen sah, erkannte er seinen Pflegesohn, den er selbst so viele Jahre gehegt und gepflegt hatte. Da presste er seine Lippen zusammen
und verschloss in seinem Maul das Gebrüll, mit dem er so viele Menschen Gehördiamanten gesprengt hatte, sodass sie sterben mussten. Der Prinz und der Königslöwe kämpften nun miteinander lange und keiner vermochte sich den Sieg zu holen. Der Königslöwe wurde allmählich zornig. Gerade öffnete er sein Maul, um das Todesgebrüll auszustoßen, da schoss der Prinz ihm den Pfeil in den Schlund. Der Löwe war tot. Die Bürger der Stadt lobten und priesen den Prinzen, weil er so mutig war, sogar mit dem mächtigsten Königslöwen zu kämpfen und so stark ihn zu besiegen. Als der König des Prinzen Vater gestorben war, folgte der Prinz ihm in die Regierung. Aber sobald er den Thron eingenommen hatte, überfiel ihn der stechendste Kopfschmerz. Er ließ die besten Ärzte des Reiches kommen, aber niemand konnte ihm helfen. Die Kopfschmerzen wurden nur noch schlimmer. Da befahl er, die Seher und Wahrsager zu holen. Und als sie sich versammelt hatten, fragte er sie zum Rat: Warum muss ich den ganzen Tag unter diesen fürchterlichen Kopfschmerzen leiden? Warum verlässt dieser Schmerz mich nicht, seit ich König bin? Die Seher und Wahrsager warfen sich zu Boden und sprachen: Die Kopfschmerzen, Herr, haben eine einfache Ursache. Du hast den Königslöwen getötet, der sich so verdient gemacht hatte um dich selbst. Getötet hast du den, der dich umarmt und erzogen hat in Liebe seit deiner Kindheit. Der junge König fragte nun: Was soll ich tun, damit ich wieder gesund werde? Die Wahrsager antworteten und sagten: Lass bauen ein Abbild des Königslöwen und deine Schmerzen werden vergehen. Dann musst du, o großer König, hingehen und dich vor dem Löwen verneigen. Ehren sollst du den Standbild des Tieres mit zusammengelegten Händen. Da hat der König befohlen, Abbilder des Löwen aufzustellen vor den Tempel und Pagoden. Und dies wurde zu einer Sitte, die bis heute befolgt wird. Der Königslöwe bewacht die Tore der Tempel und die Eingänge zu den Pagoden.